Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Das ist jetzt Fahrtlog Nummer 87, wenn ich ganz richtig bin. Und die Woche geht's mit dem Maishäckseln los. Ich bin jetzt heute wieder bei meiner Freundin beim Häckseln dabei. Morgen wird dann an mir häckseln. Es wird zwar nicht so wie beim letzten Mal, da war ich auch montags beim Grashäckseln da und dienstags hätte ich dann erst gemäht und dann auch selliert. Es gibt jetzt mal kein Maishäckseln und Stopp-Video, weil ich brauche auch bloß mal einen Tag jetzt fürs Erste. Da häckselt dann Jaguar 870 und relativ bald drauf das Jahr. Aber wie man sieht, da haben einige Stängel unten rauf schon recht trocken. So. Wir sind jetzt schon arg früh dran. Heute ist der, was ist denn eigentlich für ein Datum? Der 15. August 2018, waren wir auch so bald da. So. Hier geht's noch, aber es gibt auch Äcker. Die sind halt schon einiges trockener und Pflanzen. Man muss einfach dann schauen, dass man halt. Sonst guckt man immer am Kolben. Wenn die Schale hart ist und man das Kornle zerdrückt und es eigentlich nicht mehr flüssig rauskommt, dann kann man häckseln. Dann passt es normal. Und jetzt kannst du mir nach dem Kolben gucken, wenn es so trocken ist und das Wasser fällt, dann musst du nach der Gesamtpflanze schauen. Wenn der Kolben trocken ist, dann ist der Rest auch meistens schon trocken. Wie gesagt, da geht es noch und dann ist später, kriegst du nämlich gescheit fest. Im Silo, du selliert nicht mehr gescheit, das heißt, die Konservierung ist nicht so gut. Und das ist halt jetzt alles ein bisschen blöd. Deswegen überlegt jetzt lieber ein bisschen zu früh häckseln, weil ja, als zu spät. Weil das kann innerhalb von einer Woche zu spät sein. Jetzt, die Woche bringt es aber Regen, wenn man sieht, der Himmel ist bewölkt, gerade kommen drei Tröpfel runter, aber sind kommen Mittwoch, Donnerstag, Freitag bringt es ja Regen. Bisschen, ich hoffe, kommt was. Und deswegen werden wir morgen auselieren, dass halt, dass wir fertig sind. Weil, wenn du so ein Pupfer von der Boden hast, dann lange drei Tropfen, dann gehst du ja gleich sauber rein. Achso, was ich sagen wollte. Noch. Ich bin eben das Opfer, wo auch häckseln darf. Und dann hat er mir natürlich die ganze Karre voll gebeigt mit Mais, weil halt irgendwie mal ein Kurve rum und noch ein Schlenkerer und dann ist halt gleich alles voll. Auf Instagram, in der Story habe ich was gehört, die wollen auf Instagram folgen. Die können ab und zu mal ein paar Sachen mehr erfahren, wie jetzt hier über das Video. So was halt eben aus passiert, keine Ahnung. Also wer noch mir noch nicht folgt und das auch tun möchte, kann das gerne tun. Und wenn wir schon dabei sind, wer den Kanal noch nicht abonniert hat, kann es auch gerne tun. Kostet nichts. Gleicher Schlepper, gleiches Gespann. Anderer Häcksler, anderer Ort. Heute ist jetzt der Virtual Deer da. Ein 8600i. So, das macht der Jonas, der dunkelgrüne Fliegemull, der Kipper. Und der Steffen fährt mit meinem 39er und Umbau der Mischstreuer. Sehen dann nachher alles. So, jetzt fangen wir an. Ich muss euch sagen, ich bin für Mais eigentlich begeistert. Ja, kann man sagen, ist gut. Also, ich glaube, 33 Tests hat irgendwas gesagt, der Häckslerfahrer gerade. Außenrum sah halt schon arg trocken aus, innen drinnen. So, jetzt meine Scheibe zu drecken wieder, gell? Passt eigentlich. Wenn er recht kurze Wege, wenn ich alles im Hof rumhäckseln, gerade mal. So. So, jetzt sieht man vielleicht besser. Ist eigentlich nicht schlecht so. Kolben sind von der Körner aus sehr gut, die Körner sind alle relativ hart schon, so wie es sein muss.
Und recht pflanzenfeuchtig auch da. Also passt soweit echt gut. Also kann man es nicht sagen. So. Wenn ich sage, mal jetzt ein bisschen höher der Stoppel machen, dass wir halt ein wenig mehr Energiedichte haben, weil wir eh nicht alles ins Hirn kriegen, weil wir halt dann gleich ein bisschen mehr Energie haben. So. Wie gesagt, wir senden jetzt vielleicht mal ein paar andere Aufnahmen aus der Luft und vom Boden, wie auch immer. Weil geschwätzt ist jetzt genug auf jeden Fall.
Der Klaus zeigt nach vorne irgendwas. Ja, irgendwas. Da noch. So. Oh, jetzt ist er abgehackt. Jetzt ist er abgehackt. Dahin braucht er 700er. Jetzt ist es wieder voll. Ah, das ist der Traktor. Ich muss mal hier, war ein bisschen raus und Mais. Das alles aufschaufeln wieder und auffahren oder festfahren, besser gesagt. Dass man halt im Hof einen Platz hat. Das müssen wir halt in nächster Zeit jetzt dann die ganze Silos wieder anfahren. Oh, wow, 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 wow. Oh, wow, 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 das sieht nach Geschäft aus. Eieiei. So, aber das letzte Mal, wo wir gehäckselt haben, der war ich recht perfekt. Von der Körnerkonsistenz oder von der Trockenheit, besser gesagt. Herrlich, herrlich, wie der Rauch Wolken in den Himmel setzt. Das heißt, weil ich gesagt habe, wir machen richtig voll. Das I-Auto da in der Mitte, da, das Händler, da die Mauer, die verschwindet da. Bei Grab. Oh, ja. So, jetzt ist Mittwoch, der Tag nach dem Silieren. Wir haben jetzt schon wieder alle 5. Oba, gut, gerade Silo rein. So, wir sind jetzt eigentlich so mit Silo zu der gar nicht fertig. Schon zu gestern. Da hat eigentlich alles gut funktioniert. Wir sind mit dem Fuder eigentlich sehr zufrieden. Der Häckselfahrer hat man so 32 TS im Schnitt, ist optimal. Und auch die Körner sind eigentlich reif bei so, oder der Mais an sich, hat eigentlich schon gepasst.
Genau, jetzt haben wir Silo voll zudeckt alles. Kann ich gleich mal zeigen, wie es aussieht. Das ist sehr voll, ich glaube sogar voller wie letztes Jahr. Ja, ich zeige euch das schon mal. Da Hanna sind unsere GT-Schaufel. Jonas haben 724 sei Stolzfrontladerschaufel. Da ist auch der 310er. So, gerade haben wir einen von den Quadergrasballern eingeschmissen auf dem ersten Schnitt. Das Futter ist top, sehr gut im Geruch. Und verteilt. Weil weißt, bis wir die Ecke putzen, da kommt noch so viel Mais wieder raus. Ja, der Hanna war so, da ist halt mal ein Schwall daneben gegangen und da ist damals der Haufen gewesen. Da sind wir alles weggefahren und in den Silo reingekippt. Jetzt sind wir halt den Grasballer mit verfüttern, dass naja, nicht bloß Mais gefüttert wird. Dann muss halt da ein bisschen was weg tun, dass die Kante schön gerade ist und sauber ist und so dicke. Und hier habe ich mit Sandsäckle sauber gemacht. Wir haben jetzt beschlossen, im Winter werden Sandsäckle gekauft oder Säcke gekauft und gefüllt. Jetzt der Hanna. Haben wir auch gestorben. Ich habe auch gestern nicht mehr gefilmt, weil ich einfach keine Lust mehr gehabt habe. Weil war erst schon Nacht, dann, wo wir zudeckt haben. Und war halt eine Plagerei. Man sieht es hier wunderschön. Ja, noch zwei Deck. Hier sieht man es wunderbar. Das Kamera dreckig ist. Ne, dass einfach die Silos beide sehr gut gefüllt sind. Einfach aus dem Grund, ich habe gesagt, wir sind jetzt am 16. August. Also mindestens einen Monat früher wie sonst. Und dann muss einfach mehr drin sein, weil es muss ja theoretisch, wenn wir nächstes Jahr ein normales Jahr haben würde, hoffentlich. Länger heben. So, das heißt, die Silos sind jetzt sauber zudeckt. Überall zwei Reihen Reifen, wie gesagt, Sandsäckle werden im Winter gefüllt, dass mal das ein bisschen sauberer zudeckt ist, weil beim Gras haben wir einige schlechtes Kett. Jetzt kommen wieder die, die sagen, ja, Wandfolie, bla bla bla. Ja, ich weiß. Aber mit Sandsäckle kannst du auch schon sauber machen. Jetzt sieht man hier wunderbar, da ein Haufen Mais, mit da vorne. Wo der Haufen ist, da ist so viel rausgereiert. Ja, wie gesagt, bis man da alles putzt hat, bis man die Kante nach Folien eingeflickt hat und Reifen aufgetragen hat und gemacht hat. Den gestern haben wir bloß eben gemacht, oder der Freigraben, muss man aus der Hand freigraben. Haben dann Kohle drüber gezogen, vorne und hinten drei Reifen drauf und fertig. Dann war es auch schon wieder 11 oder so. Genau. Und wie wir es sonst immer machen, jetzt wird dann für Ahnung nächste Woche irgendwann mal, werden wir dann das Silo erstmal grasilieren, wenn es Gras gibt oder eine Sonne halt, lassen wir halt hin. Dann wird es auch zudeckt und dann fangen wir halt hier an, vorne wieder alles die Schräge wegzufüttern. Und da ja auch nur hauptsächlich Mais kommt, können wir halt auch wieder unsere schöne Balle schnappen. Genau, so ist das. Wenn ich Zeit habe, wäre die auch rot gemacht. Das sieht doch komisch aus, oder? Guck mal. Hey, oh, du lumpe Sack. Wo ist schon Jonas ein Karrig? Das ist ein bisschen besser geschaut als unsere. Normalerweise stand da immer der GT und da sind sie immer drauf rumgeflackt auf dem vom Sitz, auf dem Beifahrersitz. Jetzt steht halt der da, also wird dort aufgestiegen und da reingeflackt, gell? Kleiner Lumpensack, das gefällt dir. Hat geschnurrt. Hat geschnurrt. Sind sie keiner, weißt du das? So eine weiße Pödler, das ist ein C-Schwarz. So, da haben wir Messerwalze, die haben wir am Winterstag hat, zum Zwischenfrucht unterschaffen. Und jetzt wollen wir mal probieren, da einen Maisstoppel mit zu bearbeiten. Genau. Nachher werden wir noch den Mulcher noch vergleichen. Ja, der Mulcher wird schon besser sein. Jetzt gucken wir mal, wie gut er ist.
Also rausgerissen sind viele und verschnitten. Guck, jetzt gerade frisch geschnitten da. Ja, gut, guck, weißt du, das muss halt irgendwie offen sein. Ja. Das. Aber weißt du, guckst du da hin, da war schon eine kleine Senke, da hin und da ist hier. Die da hin sind fast alle draußen, du nimmst einige draußen. Ja. Guck, da ist schon auch nicht den halben ab. So, Dalle. Jetzt habe ich dahinter wieder die Scheibenwege dran. Die bringen wir jetzt wieder zurück. Ich habe die vorhin auch schon gewaschen, weil wir nicht mit der Gülle reingeschafft. Und ja, da so dreckig kann man die nicht mehr zurückbringen. Und meine Kamera ist auch kaputt. Ich weiß nicht, merkt ihr das? Das Gewackel da. Das ist mein Kamerahalter und das Teil mit den kleinen Löchern da. Führt euch zur Kamera. Dumm, hä? Huh? Und es wackelt nicht mehr. So, Dele. Jetzt ist Freitag, Mittag, heute Vormittag. Oh. Heute Vormittag da war der Tierarzt da zum Hubisamen, zum nach dem Hund gucken, weil der hat ein bisschen Fieber gehabt. Und sind seit 2-3 Tagen eigentlich nicht so gut fressen, obwohl er gern frisst. Dann ist heute Farmtech 18 Tonnen geholt worden, unseren auch noch, weil sie den haben sie irgendwie braucht. Dann haben wir 4 Kühe von der unten vom Abendstall auf. Eine Kuh runter heute Morgen, 2 Kalbinnen runter. Und das Kalbinnen runter ist schon mal ein bisschen ein Theater, weil die sind sie halt gewöhnt, dass man sie irgendwie abbindet und sie führt. Kia, manche laufen wunderbar hinterher wie so ein Hund. Ja, und dann ja, sieht es manchmal vielleicht auch so aus, weil die Eu, die hat wirklich, die hat erstens sich nicht fangen lassen, wenn man sie im Fangstand oben drin geht, oder drin getrieben geht. Und bis dann der Strick drin geht, hat sie mal rumzappelt und gewirrt. Und dann die ist einfach nicht, nur wird das ja geblendet, dass er nichts mehr sehe normal. Aber die hat einfach, die ist durch die Wand gelaufen, alles. Normal lasst man sie aber ein bisschen gegen die Wand laufen. Dann wissen sie, oh, ein bisschen langsamer machen, aber das Viech war so irre. Und dann ist die gerannt, dann ist man da hin. Haben wir sie dann da im Misthaufen, ist es erst gestanden. Na, ist sie, also da im Misthaufen ist es nicht gestanden. Haben wir sie dann da Richtung Baum ist da gerannt, weißt du, kannst nichts machen. Ziege, die zieht dich fort. Und dann habe ich sie gegen den Baum rennen lassen, aber dann ist sie kurz daneben vorbei und mir halt schön mit dem Baum den Arm aufgerissen. Jo, jetzt haben wir sie dann da drinnen. Ja, da glaubst du mich an. Da glaubst du mich groß an. Tio. Die zwei lieben Autositze oder Bulldog-Sitze. Gell? Fendhock oder Agam.
schon Freitagabend. Und somit war es eigentlich schon für diese Woche. Ich danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und jetzt suche ich erstmal schon den Häcksler.